Ja, Sonne am Linzer Hauptplatz, viel los am Linzer Hauptplatz und bei uns hat wieder ein Gast Platz genommen. Darf begrüßen bei uns im LT1 Wahlstudio Universitätsprofessor Dr. Roman Sandgruber. Danke fürs Kommen. Wir werden heute sprechen, ja, über die Geschichte der Wahl auch. Also, wann hat es eigentlich begonnen? Wie waren so die ersten Parteien? Hat es überhaupt Parteien gegeben? Und ich glaube, wir feiern gerade auch ein Jubiläum, 160 Jahre. Gibt es den Oberösterreichischen Landtag? Am Anfang war das irgendwie alles nur irgendwie ganz anders. Parteien hat es gar gegeben. Ja, den Landtag gibt es eigentlich länger. Okay. Den Landtag gibt es natürlich schon seit dem Mittelalter. Seit 1848 hat er auch eine politische Funktion. Gewählt allerdings wird erst seit 1861. Also wirklich seit 160 Jahren. Man wollte zwar schon 1848 wählen, hat schon eine Wahlordnung ausgearbeitet, recht revolutionär, mit einem sogar allgemeinen Wahlrecht. Aber dann kam die Gegenrevolution und die ganze Wahleuphorie wurde gestoppt. Und erst nach dem verlorenen Krieg von 1859, der also für die Habsburger Monarchie recht katastrophal in Italien ausgegangen ist, hat man dann sich entschlossen, Wahlen im gesamten Reich, also zumindest in der österreichischen Reichshälfte einzuführen und auch in den Landtag. Und damit beginnt auch im oberösterreichischen Landtag das Wählen. Das war der Landtag zu Kaiserszeiten quasi. Ja, wie schon angesprochen, also Parteien hat es in der Form damals nicht gegeben. Ja, das Wahlrecht war ja irgendwo ganz anders als heute. Es war kein allgemeines Wahlrecht, es war kein gleiches Wahlrecht, es war kein direktes Wahlrecht und es war auch kein geheimes Wahlrecht. Das Spannende dabei ist ja, es hat ja quasi, wenn man sagt, zwei Parteien, aber vor allem zwei Lager gegeben und so diese Trennung von Kirche und Staat war damals noch nicht so. Also es hat da sehr viele Geistliche gegeben, auch die da im Landtag gesessen sind. Natürlich, es war sozusagen, also es gab von den sechs Landeshauptleuten, die es zu Kaiserszeiten in Oberösterreich gab, also zwischen 1848 und 1918 waren drei Geistliche. Das heißt also schon einmal die Hälfte der Landeshauptleute waren Geistliche und im Landtag saßen viele Geistliche. Das heißt, während die anderen Parteien waren sehr, sehr antiklerikal. Aber nicht ganz ohnmächtig, weil es war auch ein Landeshauptmann von einem Kloster, von Schlegel, oder? Ja, von Stift. Ja. Naja, die Kurie, der Großgrundbesitzer, hat insgesamt etwa 100 Wahlberechtigte gehabt, davon waren 15 Klöster. Also das heißt, also, und sie haben 10 Stimmen gehabt, also 10 Mandate. Also das war die Ungleichheit dieses Klassenwahlrechts. Also es war zwar also ein Wahlrecht, ein allgemeines, aber ein sehr ungleiches. Und es war auch nicht einmal ein allgemeines, weil ja nur ganz bestimmte Personengruppen wählen durften. Also kann man sich gar nicht vorstellen, dass das so ist wie heute, dass jeder eigentlich wählen kann. Das war damals. Es zählt nicht jede Stimme gleich. Okay. Es ist sozusagen eben also auch dieses alte Prinzip, wer zahlt, der wählt und wer mehr zahlt, kann mehr wählen. Also das ist also eben ein Prinzip, das natürlich heute im allgemeinen und gleichen Wahlrecht nicht mehr gelten kann. Und das Spannende ist ja, was Sie auch erzählt haben im Vorgespräch, den Landeshauptmann, so wie wir ihn jetzt kennen, den hat es lange gar nicht so gegeben. Der hat eigentlich nicht so die Bedeutung, wie sie jetzt hat. Kommt. Ja, bis 1918 gab es im Land zwei Führungspersönlichkeiten. Einerseits den Landeshauptmann als politischen Vertreter, der politisch gewählt wurde, und andererseits den Statthalter, den höchsten Beamten, der vom Kaiser ernannt wurde. Und wirkliche Macht hatte der Statthalter. Der hatte die exekutive Gewalt. Und das drückt sich schon allein im Gehalt der beiden aus. Der Landeshauptmann vor 1918 hat zuletzt 3.000 Kronen Jahresgehalt. Der Statthalter kommt auf 24.000 Kronen Jahresgehalt. Wobei 3.000 Kronen auch nicht so wenig war. Das ist ungefähr das Gehalt eines Mittelschuldirektors. Aber 24.000 Kronen, da ist man schon sehr weit oben in der Einkommenshierarchie, weil man ja kaum Steuern zahlt. Also das heißt, das ist
brutto für netto. Aber an sich hat sich ja nicht viel geändert. Damals haben Sie gerade gesprochen von 3 Parteien, das war so. Ja. Heute hat man 4 Parteien im Landtag, so viel gibt es gar nicht. Also es ist eine bemerkenswerte Konstanz in Oberösterreich, die sich also durchzieht vom Anfang weg, eigentlich sowohl in der Partei wie auch in den Landeshauptleuten. Es gibt ja in keinem anderen österreichischen Bundesland insgesamt seit 1848 bis heute gibt es in Oberösterreich insgesamt 12 Landeshauptleute. Wenn ich den Gauleiter in der NS-Zeit nicht dazu rechne, das ist eine andere Sache. Aber in der Kaiserzeit 6 und in der Republik ab 1918 bis heute nur 6 Landeshauptleute. Wenn ich vergleiche, wie viele Bundeskanzler und Bundespräsidenten es in Wien gegeben hat, dann ist das also wirklich eine erstaunliche Konstanz. Ja, und Stabilität. Ja, die Zäsur, haben Sie schon angesprochen, war natürlich dann, also wenn wir schon am Hauptplatz sind, wie dann der Anschluss war, da gibt es ja auch die Bilder dazu, wie Adolf Hitler quasi in seine Stadt zurückgekommen ist, die Stadt der Jugend. Das war die große Zäsur, da war es dann. Ja, die erste große, wirklich große Zäsur war der Erste Weltkrieg, weil nach dem Ersten Weltkrieg wird auch im Landtag ein allgemeines Wahlrecht eingeführt und ein gleiches Wahlrecht. Und dieses allgemeine Wahlrecht auch auf immer mehr Gruppen ausgedehnt. Das ist ja vor 1918, wählen ja die Frauen nicht. Wobei, man muss dazu sagen, es gab auch schon vor 1918 in Oberösterreich Frauen, die wahlberechtigt waren. Vereinzelt, wenn sie ein entsprechend hohes Einkommen hatten. Und es gab auch gar nicht so wenige Frauen, die ein hohes Einkommen hatten. Also sogar Millionärinnen, die also eben also geerbt hatten oder mit angeschrieben waren in ihrem Besitz. Und eben 1861, also bei der Begründung, bei der ersten Wahl, waren 8 Frauen wahlberechtigt. Aber die Wahlberechtigung war eine nur indirekte. Sie durften nicht selbst wählen gehen, sondern durften für sich einen Wahlmann bestellen, der für sie indirekt wählt. Quasi. Hat sich natürlich einiges versprochen von den Frauen, also von Seiten der Christdemokraten. Die Zäsur, dann die zweite, eben der Zweite Weltkrieg, der Einmarsch Hitlers, auch in Österreich, der Anschluss, der da passiert ist am Linzer Hauptplatz im Endeffekt. Aber relativ schnell nach dem Zweiten Weltkrieg, wer hätte das gedacht, obwohl die Besatzungszone waren, ist die Politik dann schon auch wieder weitergegangen, und zwar oberösterreichisch weitergegangen, obwohl die Russen da waren, die Amerikaner da waren. Es wurde ja sehr rasch gewählt in Österreich, schon im November 1945 wurde österreichweit und auch in Österreich, Oberösterreich gewählt, also Nationalrat und Landtag, wobei am meisten für diese raschen Wahlen war die sowjetische Besatzungsmacht. Okay, warum war das? Stalin hat sich eigentlich von diesen Wahlen ein sehr positives Ergebnis erwartet. Er hat sich eigentlich in die Richtung spekuliert, ja, die Sozialdemokraten werden mindestens 25% schaffen oder mehr, die Kommunisten auch 25% und dann gibt es eine Volksfront. Das war eigentlich die Vorstellung, die in der Tschechoslowakei funktioniert hat, die eigentlich in mehreren osteuropäischen Staaten funktioniert hat. In Österreich hat sie nicht funktioniert. In Österreich haben die Sozialdemokraten nicht schlecht abgeschnitten, die Kommunisten katastrophal und die Christlich-Sozialen, die ÖVP, hat die Wahlen gewonnen, sowohl auf Bundesebene und noch viel stärker in Oberösterreich. In Oberösterreich mit 61%, also fast mit 2/3 mehr. War es dann eher so die Angst vor dem Kommunismus? Es war die Angst vor dem Kommunismus. Es war sozusagen natürlich auch irgendwo die Euphorie, zu den Amerikanern gehören zu können. Und es war natürlich auch die Zulassung zu den Wahlen. Es waren ja 1945 keine allgemeinen Wahlen. Es waren die ehemaligen Nationalsozialisten alle ausgeschlossen. Und das waren vorwiegend Männer oder sehr viel mehr Männer als Frauen. Also die
NSDAP-Mitglieder durften nicht wählen gehen und es waren noch sehr viele Männer in der Kriegsgefangenschaft und es waren natürlich auch sehr viel mehr Männer im Krieg gestorben als Frauen. Und daher waren diese Wahlen 1945 Frauenwahlen. Und das hat durchaus auch einen Ausschlag gegeben, dass die ÖVP auf Bundesebene und in Oberösterreich so gut abgeschnitten hat. Was sehr spannend ist, was auch zu sehen ist in Ihrem Buch, die Wahlwerbung nach dem Zweiten Weltkrieg. Also relativ klare Botschaft, wenn man sich, wir sehen auch die Plakate, relativ klare Botschaften von einer ÖVP. Da ging es gegen den Kommunismus, hätte ich mal gesagt. Und ja, bei der SPÖ oder bei den Sozialisten auch ganz klare Botschaften. Die Plakate sind ja eigentlich nicht so wie heute. Hat es eines gegeben oder zwei wahrscheinlich. Und es hat eine Botschaft gegeben gegen Kommunismus, oder? Naja, es hat also sozusagen die ÖVP war klar antikommunistisch. Und die SPÖ hat natürlich ein Dilemma gehabt. Einerseits Kommunisten hereinzuholen in die Partei und andererseits sich aber von den Kommunisten abzugrenzen. Das war also gar nicht so einfach nach 1945. Und also während für die Wahlpropaganda das meiste Geld haben die Kommunisten gehabt. Im Jahr 1945. Die haben eben aus den USIA-Betrieben Papier noch und noch bekommen. Es war nicht so einfach, ein Wahlplakat damals zu drucken, wo überall der Mangel war. Und die haben also wirklich viele Wahlplakate gehabt. Ich glaube, sie sind gar nicht mehr alle erhalten. Also das ist also, aber damit quasi hat man geglaubt, naja, mit dieser Propagandamaschinerie muss man einen Erfolg erringen können. Und es gab ja keinerlei Prognosen oder irgendwelche Wahlforschung und bin sicher, Stalin war überzeugt, das wird ein Sieg oder das wird ein gutes Ergebnis. Die Ernüchterung war groß. Wir sehen auch dann Plakate aus dem Jahr 1949 der SPÖ. Da gehen die Slogans vor allem oder diese Wahlplakate in Richtung ja, Kriegsheimkehrer und Hinterbliebene. Das war dann wahrscheinlich auch ein Wählerpotenzial, das die Sozialdemokraten gesehen haben. Auch. Unter das anderem. Die Kriegsheimkehrer werden sich auf alle verteilen. Oh, ein Plakat waren die so. Ja, aber 1945 hat die SPÖ, das wird also einen großen Fehler gemacht, zumindest also aus wahltaktischer Sicht, zu fordern, ehemalige Nazis nach Sibirien. Okay. Oder eben wirklich ausschalten. Die NSDAP-Mitglieder durften noch nicht wählen, aber ihre Verwandten, die durften ja wählen und die haben natürlich dann auch sehr skeptisch gegen die SPÖ. Ich springe jetzt ein bisschen in der Zeit, weil unsere Zeit auch schon fortgeschritten ist, aber spannend, was auffällig war, es hat sich dann bis zu den 90er Jahren in der Parteilandschaft nicht allzu viel geändert in Oberösterreich, würde ich mal sagen. Es hat zwei große Parteien gegeben, die ÖVP und die SPÖ. Und dann kam aber ein Mann, der quasi dann diese Zwei-Parteien-Landschaft irgendwie beendet hat. Jörg Haider, dann die Grünen, Rudi Anschober im Kampf gegen Temmelin, die Grünen stabilisiert in Oberösterreich. Es eröffnen sich mehr auch Koalitionsmöglichkeiten, obwohl es eigentlich in Oberösterreich immer eine Allparteien-Regierung gibt, mit vier Parteien, genau. Ja, es war ein sehr spannender Einblick in die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen, Ich danke für das schöne Gespräch. Dankeschön auch. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Ja, in Kürze geht es bei uns weiter mit den tagesaktuellen Nachrichten. Bleiben Sie bei uns.